Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in der folgenden Folge haben wir hier Pac-Man vor den Raidern befreit und einen Geschenkhinweis bekommen, auf dem wir irgendeinem Gemälde anschauen sollen, und dann sollten wir das sehen. Ich denke mal, dahinter ist irgendwie Tresor versteckt und da wird irgendein Billy Glut drin sein. Aber das will ich natürlich herausfinden und das soll hier irgendwo sein. Wie ihr seht, soll das hier irgendwo sein. Hol dir Pigments Geschenk. Schauen wir mal auf die kleine Karte. Nein. Lokale Karte. Kam mir damit jetzt nicht klar. Ein Black. Ja. Ja, irgendwo draußen vermute ich mal. Wobei. Komme ich hier irgendwo lang? Nein. Nein. Ja, das war so klar. Entschuldigung, Nick. Nee, die geht nicht auf. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Vielleicht haben wir dann eine bessere Möglichkeit. Entsperren mit dem Schlüssel? Ja, cool. Denke ich, dann wird schon einen Grund haben, warum wir in diese Richtung müssen. So, Dele. 14, 13, 12. Ich bin jetzt wo? Hier. Da muss ich hin. Dann würde ich mal da hinschauen. Aber erst will ich da noch ein Stockwerk höher. Soweit es möglich ist. Nein, hier ist nichts. Alle. Hopp. Darüber müssen wir. Komme ich da irgendwie hin? Scheinbar der falsche Weg. Nein. Hier irgendwo. Okay. Muss ich hier wieder rein. Probieren wir einfach mal aus. Nein, da wollte ich nicht hin. Da bin ich. Dudele. Hier. Was für ein kranker Geist könnte das hier für Kunst halten? Pigment für Stanley. Ja, okay. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Dankeschreiben. Cool. 10 Bluten und erleiden 15% Schaden. Yippie. Pigments Danke schreiben. Dankes schreiben. Diverses. Pick. Pigment. Pick Fences. Da. Wow. Ja, cool. Haben auf jeden Fall eine Wackelpuppe bekommen. Was geht denn hier ab? Irgendwas raschelt, krachelt, mummelt. Ja, dann wieder raus. Dann haben wir eine Wackelpuppe bekommen zum Schloss knacken. Und Giftresistenz. 5% waren es. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Quest. Crashed. Nehme ein. So, was machen wir denn jetzt? Ja, gehen wir erstmal zu Hancock zurück. Wie weit bin ich denn weg von? Ja, da können wir laufen. Das machen wir. Ist ja noch hellig der Tag.
Das sollte funktionieren. Jupp, wir sind auf dem richtigen Weg. Super. So, ich sollte das mit dem Looten mal sein lassen. Denn ich bin ordentlich überladen. Müssen demnächst nach Hause, eindeutig. Ey! Entspann dich! Hütchen schießen! Yippie. Oh! Oh! Das Hütchen hat mich gerettet! Ich weiß nicht. Okay, da müssen wir nicht lang. Ich will da lang. Einmal Mutanten. Hier habe ich einige Erfahrungen gemacht. Mit das Selbstmördern. Unzählige Mal gefrackt worden. Verstrahltes Blut. Wunderbar. Können wir immer brauchen. Und ich sage auch warum. Gerade wenn man so Nachtvisiere macht, so wie hier, braucht man verstrahltes Blut. Oder irgendwas Verstrahltes, glaube ich. Ja. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Schmarriff erzähle. Aber irgendwas in die Richtung braucht man, so viel ich mich erinnern kann. Und dann der nächste noch. Puh. Das Fleisch nehme ich natürlich mit. Wenn wir schon vom Verstrahlten sprechen. So. Puh. Einmal nach Good Neighbor, bitte. Was zum Teufel war das? Entschuldigung. Ihr standet eindeutig im Weg. Komme ich da durch? Nein. Ich glaube, Nick läuft schon richtig. Ja, sah gut aus. Puh. Ist ja wie ein Irrgarten hier. Sind wir jetzt richtig? Yeah. Einmal zum Hancock. Hanky Hancock. Ich komme. Sudeli. Hanky Hancock. Und dann nochmal durch die Tür. Oh. Sudeli. Halt dich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich habe gar kein Wort. Oh, schrecklich. Sudele. Pass auf, was du machst. Wie geht's meinem kleinen Speer? Haut ihr euch da gerade Camps rein? Was in der Galerie Pigman abgeht? Ja, ihr Junkies hier. Wo soll ich nur anfangen? Weißt du, warum der Laden Galerie Pigman genannt wird? Nein, das war doch Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Was genau versuchst du mir damit zu sagen? Gott, es war schrecklich. Pigman war ein Serienmörder.
Er hat die Leichen für seine Kunst benutzt. Ehrlich? Das ist echt krank. Selbst für diese Stadt. Ich werde verbreiten lassen, dass man den Ort meiden sollte. Gute Arbeit. Du bist in der Hölle gelandet, aber du bist ohne Verbrennungen wieder rausgekommen. Hier ist dein Geld. Yippie! Dankeschön. Du hast auf jeden Fall gute Quests. Hast du noch was? Ich bin ganz Ohr. Hast du noch eine Arbeit für mich? Stimmt was nicht? Was ist los? Ja, scheinbar nicht. Und kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merkt ihr das? Ach, halt die Gosch. Hi. Wir haben es nicht an die Spitze dieser Stadt geschafft, indem wir immer nett und Hancock. Schieß los. Ich soll schießen? Die Supermutanten werden mir ein bisschen zu kuschelig. Vielleicht ja, dann sind wir hier auch durch, würde ich behaupten. Nice. Dann würde ich jetzt aber behaupten, wir fliegen einmal nach Hause. Das ist nämlich jetzt nötig, einmal komplett abzuladen und mal die Lage checken zu Hause. Okay, ich kann hier nicht, ich muss erst raus. Kann ich verstehen. Ja. Exit. Ja. Wunderbar. Dann einmal Red Rocket. Let's go. Yippie-yay, Schweinebacke. Wir sind daheim. Das gefällt mir. Und wir haben PM. Ja, komm, 8 Stunden. 8 Stunden ist ein guter Schlaf. Dann haben wir wenigstens wieder helllichten Tag. Ah. Oh, oh. Also Nick, der schockt er mich immer. So, einmal Schrott weg. Habe ich noch Mods auf Lager? Jep, können wir auch wegmachen. So, jetzt würde ich aber kurz noch schnell schauen, was ich benötige, um Jetpack zu machen. Dazu brauche ich einmal Wissenschaft 4 und Rüstmeister 4. Ich habe nicht einmal einen Wissenschaftler 3. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen, ob wir ein bisschen Jetpack machen können und uns leveln. Aber vorher, als Transfer, habe ich noch was abzuladen. Yeah, darauf haben wir jetzt echt gefreut. Oder gefreut, wo wir sie gefunden haben. Das war richtig nice. Wo haben wir es denn? Dam da ram pam. Dam da ram pam. Finde Silberschraut. War das das? Merken? Das hören wir uns gleich an. Nein, Nahkampf, genau, das war eine. Und einmal die Hacker. Oder so, Schlossknacker war es, genau. Bram, bam, bam. Yeah, die untere Bank ist voll. Nice. Und wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Aber wenigstens etwas, cool. Haben wir besondere Kleidung bekommen. Die Silver Shroud Uniform, die können wir hier loswerden. Silver Shroud Hut, Silver Shroud Rüstung. Das lassen wir auch hier. Okay. So. Dann Kleidung. So. T60 lassen wir hier. So, und den Rest schauen wir mal, ob wir verkaufen können. Ja. Halt, du warst doch auch ein Verkäufer. Wenn du eine Rüstung suchst, habe ich vielleicht was für dich. Ja, super.
Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Yippie. Kleidung. Weg mit dem Dreck. Dum, da, dum, bum. Nein, nichts Wichtiges verkauft. Perfekt, dankeschön. Und du? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Oh. Institutenpistolen, 13 Stück. Ja. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Impro-Pistole, du kriegst eine schönere Waffe. Waffen. Ja. Das hast du dir verdient, warum auch immer. So, dann einmal Munition. Denn es reicht, wenn du eine... Genau. Und einmal Ausrüstung. Wenn du noch nicht Nein! Warst, guckst du oh. an. Da wird alles ich will von nur ein bisschen betrieben. Handeln. Entschuldigung, dass ich dich blank gemacht habe. Das wollte ich jetzt nun wirklich nicht. Diese Taste R ist so hinterlistig. Dann einmal Munition. Machen wir die 50er Munition. Kaliber 50 hier. Eine reicht. Ach komm. Dann Hilfsmittel kriegst du noch was. Und ein Deckel. Und das rechte Bein. Kampfrüstung, Harnisch. Teewasser, gell? Tee. Du schaust aus, als wärst du schwanger, eindeutig. So, jetzt kriegst du noch einen Deckel. Sofern ich einen Ushanka? Ja, das kann man lassen. Fuck jetzt. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Ja, komm, einmal machen wir es noch. Dann den Rest verkaufen wir. Sturmgewehr hat 556 Munition. 556. Hier. Mal bei Gelegenheit schauen, ob ich so ein Sturmgewehr leveln kann. Dann einmal ausrüsten. Okay. Dann Kleidung. Schwarze Weste und Hose. Tee. Rechtes Bein. Linkes Bein. Linker Arm. Harnisch. Tee. Tee? Nein. Dann kriegst du einen Kampfanzug. Tee. Jawohl. Sudele. Den Rest vom Schützen. Ja, das stört mich echt so. Möchtest du einen Drink haben? Handeln will ich. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Du kriegst von mir den Alkohol. Den will ich nämlich wirklich nicht. Weg damit. Alkohol ist nicht gut. Alkohol macht mürbe, müde und in den meisten Fällen der Menschen auch wütend. So, wo haben wir noch was? Whisky, weg damit. Ich habe bestimmt auch nur irgendwo Wodka oder sonstigen Geschmarrakas. Nö. Dann. So Kleinkram kriegst du noch von mir. Die natürlich nicht. Das kriegst du von mir. Gebackene
Blähflegel, Fliegel, Fliegel. Hup, 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 Blume. Karotte. Güterkeule darfst du auch haben und den Mais kriegst du auch in dem Fall. Melone. So, dankeschön. Den hatten wir schon. General Clinic. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Ja, bitte. Ja, sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Abhängigkeit, genau. Zu viele Chems genommen. Kannst du da was machen? Ja, das sieht übel aus. Holen wir das Zeug erstmal aus der Kamera. Richtig schlimm. Wird danach aber brennen wie die Hölle. Das war Medex, was ich genommen habe, wohlgemerkt. Das wäre erledigt. Dankeschön. Hast du sonst noch Beschwerden? Nö. Was war's? Pass in Zukunft besser auf dich auf. Geht klar. Hi. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal... Ja, ich will erst mal, was gehört hast. Ist irgendwas Neues, Doktor? Ich hab nichts. Tut mir leid. Ich biete nur medizinische Behandlungen. Ja. Ich brauche ein paar... Okay, aber über... Ja, ja. Du kriegst mein Chat, was ich noch hab. Und den Rest von den Schützenfest hier. Haben wir eh... Dann Jetty Jet Jet. Jawohl. Und dafür will ich deine Stimpacks. Ja, so viel eigentlich nicht. Wunderbar. Haben wir sonst noch was? Wie viele Stimpacks haben wir denn jetzt eigentlich? Stimpacks? 133. Ultra Jet, nee, will ich nicht. Trauben Mentas auch nicht. Haben wir sonst sowas, was du brauchen kannst? Psycho-Buff, genau. Psycho-Jet kannst du haben. Psycho kannst du haben. Medex behalte ich. Kalmex, Schleichangriff. Nein, das behalten wir. Blutblatt. Kannst bestimmt du brauchen. Und den Rest behalte ich. Dankeschön. Oh, MacReady, Nervensäge. So. Apropos. Verwerten. Denn diesen Scheiß brauche ich nicht mehr. Verwerten. Puh, das schaut schon viel schöner aus. Sodale, jetzt sind wir mal ein bisschen lockerer auf der Hüfte, aber ich habe noch einiges auf Tasche. Genau, da wollte ich noch ran. Schauen, ob wir leveln können. Nein, dafür hat es hier nicht gereicht. Viel fehlt leider nicht. Granaten, Mollys, Kleber will ich nicht hergeben. Kryogranaten, Nukleares, Matze, so war das, genau. Für bestimmte Granaten war das der Fall. Verwertbar ist 45er Patronen. Oh, komm jetzt, echt. Erfrischendes Getränk. Ja. Yeah. Wunderbar. Dann machen wir noch ein Level. Yippie. Aber vorher noch die Taschen leer. So, da sind die guten Waffen. Meine Waffen. Die Kampflinte tue ich erstmal da rein, um sie dann auch wieder zu vergessen. So, den Rest können wir erstmal behalten. Da schieben wir das andere Zeug erstmal rein. Oh, das ist die Silbershroud. Die möchte ich hier haben. Silbershroud. Nein, das wollte ich natürlich nicht. Waffen. Das können wir da weg. 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 Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier.
Die behalten wir noch, die Klinge. Wobei, die können wir hier rein tun. Die habe ich bisher noch nie benutzt. Dann würde ich es auch wahrscheinlich nicht mehr benutzen. So, dann einmal Klamotte noch. Die Kleider. Den Chemi behalten wir noch. So. Und die zwei noch. Nice. Jetzt sind wir wieder gewappnet. Halt. Nein, sind wir nicht. Wissenschaftler. Oder Rüstmeister. Was haben wir denn hier? Waffenfreak. Rüstmeister. Schmied. Ruhige Hand. Wo ist der Wissenschaftler? Nein. Nein. Wissenschaftler hier. Yippie. Dann kommen wir langsam näher an unsere Jetpack-Rüstung. Cool. Ja, wohl würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Fallout 4. Tschüssikowski.